Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter. Schulen im Lockdown, so lautet unser Thema heute. Herzlich willkommen. Die Schulen bleiben offen, heißt es im Lockdown 4. Das ist machbar, sagt die Schullandesrätin. Auch wenn die Inzidenzzahlen in dieser Woche hoch waren, es nach wie vor der überwiegende Teil von Schulstandorten gibt, wo es sehr wenige bis gar keine Fälle gibt. Das heißt, dort findet der Präsenzunterricht tatsächlich ganz regulär statt. Für die Lehrpersonen bedeutet das aber Unterricht in der Klasse und für die Kinder zu Hause. Ja, der Unterricht ist im Moment noch möglich aufrechtzuerhalten, weil eben die Lehrpersonen auch so flexibel sind, bereit sind, da mehr zu investieren, teilweise auf Team-Teaching-Lehrer zu verzichten, damit der Unterricht an der Schule einfach aufrechterhalten werden kann. Dazu kommen das Testen und schnelles Handeln im Fall einer Infektion. Dass wir immer wieder abgesonderte Klassen hatten und es da recht verzögert zur Ausstellung von Bescheiden kam, sodass man nicht so genau wusste, wie lang sind die Schüler jetzt abgesondert, ab wann können sie sich frei testen. Und natürlich gibt es Diskussionen, ob dieses Schulen offen halten um jeden Preis wirklich der richtige Weg ist. Ich glaube auch, die Situation drückt auf die Psyche der Kinder, wenn die Schule offen ist. Und insofern kann man, glaube ich, schon die Frage stellen, ob es nicht verantwortbar ist, wenn man jetzt auch die Schulen ein, zwei Wochen schließt, um damit die gesamtgesellschaftlichen Lockdown-Bemühungen zu unterstützen. Schulen im Lockdown, das ist das Thema heute. Wir fragen, wie ist der Unterricht möglich? Ihr Weg zu uns in die Sendung. 055 72 38 30. radio.vorarlberg@orf.at. Oder im Facebook unter ORF Vorarlberg. Das ist bei Neustädter heute mit Irina Basch am Telefon. Erwin Greusing, Abwicklung und Mike Gallberger Produktion. Woche 2 von Lockdown 4 beginnt heute. Die Zahlen stabilisieren sich. Für große Unsicherheit sorgt allerdings die neue Virusvariante Omikron. Heute in Neues bei Neustädter stehen die Schulen im Mittelpunkt. Die Schulen im Lockdown ist das Thema. Die Lage in den Volksschulen, Mittelschulen und Gymnasien wollen wir an drei verschiedenen Beispielen in dieser Sendung beleuchten. Es gibt ja den Grundsatz, die Schulen bleiben offen. Letzte Woche hat es vielerorts durchaus Holprigkeiten gegeben. Es war ziemlich mühsam, dieses Vorhaben auch wirklich in die Tat umzusetzen. Meine Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, was beobachten Sie als Eltern, Großeltern oder Lehrpersonen? Gast bei mir, Barbara Schöbe-Fink, die Landesstatthalterin. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie sind in der Landesregierung für die Schulfragen zuständig. Wie stellt sich das heute dar? Tag 8 von Lockdown 4. Es hat der Kleckarzt letzte Woche. Wie ist das jetzt aus Ihrer Sicht? Ja, das ist richtig. Das war durchaus eine schwierige Situation letzte Woche nicht, glaube ich, weil wir die Schulen offen halten wollten und auch offen gehalten haben und grundsätzlich der Präsenzunterricht auch überall stattgefunden hat, sondern weil es durchaus auch Unsicherheiten gegeben hat in den Schulen, viele Fragen, auch viele Zweifel daran, ob das ein guter Weg ist. Ich bleibe dabei, ich glaube, es ist ein guter Weg. Es ist die einzige Möglichkeit, den Kindern und den Jugendlichen etwas zu ersparen, nämlich das, was wir ihnen zugemutet haben in den vergangenen Jahren. Eineinhalb oder fast zwei Jahren, wenn sie doch längere Zeit zu Hause bleiben mussten. Mhm. Wir werden das dann, wenn Sie erlauben, im zweiten Teil diskutieren, die Sinnhaftigkeit des Offenhaltens, weil ich habe mit drei Direktoren, Direktorinnen Interviews geführt. Das ist ganz, ganz spannend, wie die unterschiedlichen Beurteilungen dieses Vorhabens ausfallen. Am Beginn dieser Sendung möchte ich noch auf diesen Omikron-Virus kurz eingehen. Ich habe bei uns im System die Dorothee van Laar aus dem Journal herausgeschnitten, Virologin von der Med-Uni in Innsbruck. Und die Frau Professor van Laar hat Positives und weniger Gutes aus ihrer Sicht zu diesem neuen Virus zu sagen. Dass es das Immunsystem umgehen kann, besser als Delta, die Wahrscheinlichkeit halte ich für relativ hoch. Dass es ansteckender ist als Delta, die halte ich für mäßig, und für extrem unwahrscheinlich halte ich die Annahme, dass das Virus pathogener ist, also stärker krank macht. Frau Schöbe-Fink, wie groß ist die Unruhe in der Landesregierung? Nun, ich glaube, die Landesregierung hat sehr umsichtig reagiert, heute oder die letzten Tage. Alle 15 Reiserückkehrer, die sich gemeldet haben auf den Aufruf der Landesregierung, weil sie zurückgekommen sind aus dem südlichen Afrika, sind in Quarantäne, sind getestet worden, schon Antigen. Wir warten auf die Ergebnisse, was die PCR-Testung anlangt. Also ich glaube, schneller konnte man nicht sein. Ich glaube, das war auch gut so. Sie bleiben entspannt. In der jetzigen Situation, genau, es hilft nichts, erstens. Und zweitens, wir sind nicht entspannt in den letzten Tagen und Wochen, aber wir sind sehr konzentriert. Gut. Dann schauen wir, wie es an den Schulen heute Vormittag der Fall war. Ich möchte beginnen mit der Volksschule Hohenems-Schwefel. Dort der Direktor ist der Christoph Jack. Zur aktuellen Lage sagt er folgendermaßen heute um 10. Ja, derzeit sind bei uns 66%, also zwei Drittel aller Kinder im Unterricht. Wir haben heute zwei Schüler
positiv mit dem Antigentest getestet und zusätzlich sind von unseren 40 Lehrpersonen 7 derzeit an Corona erkrankt. Das ist der Stand von heute. Der Unterricht ist ohne gröbere Schwierigkeiten möglich oder nicht? Ja, der Unterricht ist im Moment noch möglich aufrechtzuerhalten, weil eben die Lehrpersonen auch so flexibel sind, bereit sind, da mehr zu investieren, teilweise auf Team-Teaching-Lehrer zu verzichten, damit der Unterricht an der Schule einfach aufrechterhalten werden kann. Herr Christoph Jack, Direktor der Volksschule Hohenems-Schwefel. Das ist der Unterricht möglich, weil die Kolleginnen und Kollegen flexibel sind, mehr leisten, am Nachmittag mehr leisten. Wie lange kann das gut gehen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß natürlich, und wir bekommen das jeden Tag mit, dass die Lehrerinnen und Lehrer und auch die Schulleitungen Enormes leisten. Sie machen wirklich einen fantastischen Job. Aber wir sind uns, glaube ich, in Summe einig, die Pädagoginnen und Pädagogen und wir in der Landesregierung und auch in der Bundesregierung, dass es einfach wichtig ist, diese Struktur aufrechtzuerhalten, diese Tagesstruktur für die Kinder und für die Jugendlichen. Denn wenn wir das nicht tun, wir kommen sicher noch einmal darauf zu sprechen, wissen wir mittlerweile, was es für Kollateralschäden auch ausgelöst hat in der Vergangenheit. Okay. Christoph Jack hat gesagt, 2 Schüler waren heute positiv. Ganz spannend zu erfahren, was passiert dann, wenn, wir haben das anonym angenommen, ein 7-Jähriger heute Morgen am Montag positiv Antigen getestet wird. Der kommt dann zu mir mit der Lehrperson. Wir versuchen dann die Eltern anzurufen. Das Kind sitzt da bei mir im Vorraum mit der Lehrperson und dort wird gewartet, bis die Eltern das Kind dann abholen kommen und es wird dann den Eltern übergeben. Und ich mache dann die Meldung an das Infektionsteam und an die Bildungsdirektion. Es dauert meistens ein wenig, bis wir die Eltern erreichen und bis die Eltern eine Möglichkeit haben, zum Teil mit dem Auto herzukommen, auch abzuholen. Aber solange er ist bei uns betreut und kann bei uns auch gut hier bleiben. Sagt der Christoph Jack, Direktor Volksschule Hohenems-Schwefel. Frau Schöbefink, können Sie hier sagen, wir tun alles, um die Lehrerinnen und Lehrer, die Direktoren und Direktorinnen so gut zu unterstützen, wie wir es schaffen oder wie wir es können? Ja, wie wir es können. Also die Bildungsdirektion ist ebenfalls 7 Tage, 24 Stunden im Grunde erreichbar, um die Schulleitungen und die Lehrerinnen und Lehrer hier zu unterstützen. Die haben einen größeren Aufwand. Der Direktor Jack hat es beschrieben, er muss, wenn ein positiver Fall auftritt, auch Antigen, muss er die Schritte setzen, er muss die Eltern anrufen, er muss das alles organisieren, was ein zusätzlicher Aufwand ist. Aber es gibt keine bessere Variante. Die bessere Variante wäre aber nicht die bessere, nämlich die Kinder wären nicht in der Schule. Wenn sie aber in der Schule sind, und zwar auch dann, wenn sie keine Symptome haben, wenn sie nicht krank sind, wenn sie gar nichts spüren, erwischen wir sie so früh als möglich und können diese Infektionskette auch abbrechen. Dann gehen wir eine Stufe höher zu Beate Grass, Direktorin der Mittelschule in Bludenz. Ihre Schule hat normal, der Anführungszeichen, 280 Schüler heute früh. Es sind 65 Schüler aus dem Grund, dass die Eltern nicht möchten, dass sie in die Schule kommen, also auf Wunsch der Eltern abwesend. Insgesamt sind es aber 120, weil wir ganz viele Schüler in Quarantäne haben und eben auch letzte Woche alle 3 ersten Klassen abgesondert waren. Und da haben sich noch nicht alle freitesten können bisher. Ist der Unterricht möglich für jene Kinder, die bei Ihnen in der Schule sind? Ja, also wir machen Unterricht an der Schule ganz normal. Schwierig ist natürlich, beides zu machen. Wir haben Klassen, da ist die Hälfte an der Schule und die andere Hälfte zu Hause. Und da ist es für die Lehrpersonen dann natürlich schon sehr schwierig, beides abzudecken. In erster Linie mal natürlich der Präsenzunterricht und die Schüler zu Hause bekommen Aufgabenpakete ins Klassenbuch gestellt. Wir haben ein Online-Klassenbuch und Sie kennen das vom Distance Learning her und können natürlich nicht immer jede Stunde so betreut werden. Sagt die Beate Grass, Direktorin der Mittelschule Bludenz. 65 Kinder von 280, bei den Familien wollen es die Eltern nicht, dass sie in die Schule gehen. Das hängt daran, dass man sozusagen den Eltern das anheimgestellt hat. Ist das eine sinnvolle Vorgehensweise gewesen, dass die Eltern das entscheiden können? Nun, man hat damit den Eltern in die Hand gegeben und ich halte das schon für sinnvoll, dass wenn sie meinen, dass für das Kind es besser ist, aus gesundheitlichen Gründen es besser ist, dass es zu Hause bleibt und nicht in der Klasse, nicht am Präsenzunterricht teilnimmt, dass sie das dann auch so entscheiden können mit einer einfachen Entschuldigung. Das halte ich nach wie vor für gut. Es ist auch interessant, wie sich das in den Bundesländern entwickelt hat im Vergleich zu Vorarlberg. Bei uns sind es 92% der Kinder, die grundsätzlich am Präsenzunterricht teilnehmen. Da sind wir das Bundesland, wo am meisten Kinder
in der Schule sind, beziehungsweise am wenigsten abgemeldet. Okay. Die Mittelschule Bludenz etwas höher, der Prozentsatz der Abgemeldeten. Da ist er offensichtlich 65 etwas höher. Zu 82, ja. Genau, da ist er offensichtlich etwas höher. Aber insgesamt haben wir einen höheren Prozentsatz, der sich nicht abgemeldet hat, über 92%. Dann schauen wir noch ins Gymnasium, ans BG Dornbirn in der Stadt drinnen. Markus Germann ist dort der Direktor. Wie ist es denn aktuell? Die Lage ist natürlich nicht ganz einheitlich, das hängt von Klasse zu Klasse ab, aber in den meisten Klassen sind 80-90% der Schüler da. In den Oberstufen gibt es einzelne Klassen, wo das nicht so ist. Wird sich aber, glaube ich, im Laufe der nächsten Tage auch einpendeln. Wir sind sehr froh, dass wir diese letzte Woche so gehandhabt haben, wie wir das gemacht haben, mit der Bitte, also die Kinder nur dann in die Schule zu schicken, wenn es nötig ist, wenn es nicht anders geht. Wir hatten heute eine einzige Positivtestung bis jetzt, oder? Und ich denke, diese eine Woche hat uns wirklich diesen Spielraum und die Luft verschafft, die wir gebraucht haben. Es war also, denke ich, richtig und wichtig, was wir da gemacht haben. Und ich möchte mich in diesem Zusammenhang natürlich auch noch bei allen bedanken, oder, die da mit uns, auch wenn es schwierig war für viele Eltern zu Hause, das weiß ich natürlich, oder, mit uns da kooperiert haben. Ihr Weg zu uns in die Sendung. 055 72 38 30 radio.vorarlberg@orf.at oder im Facebook unter ORF Vorarlberg. Bei uns zu Gast Barbara Schöbi-Fink, Landesstatthalterin und in der Landesregierung für Schulfragen zuständig. Wir diskutieren nämlich über die Schulen im Lockdown. Frau Schöbi-Fink, wir haben im Facebook und im Instagram die Frage zur Abstimmung gestellt. Ist es vertretbar, dass die Schulen offen sind? Und im Facebook sagen 61% ja. In Instagram sagen nur 45% ja. Jetzt mag das vielleicht mit dem Alter auch der User zusammenhängen. Ich habe einen Post aus dem Facebook, das ich Ihnen gerne vorlesen würde. Der Reinhard schreibt, auf der einen Seite gehören die Kinder in die Schule, andererseits bleibt es dann als Garantie für hohe Inzidenzien übrig. Wir haben im Vorgespräch, im Telefonat genau dieses Thema gesprochen und dann haben Sie gesagt, was wir tun, wir richten Schaden an, unter Anführungszeichen. Ja, so hart es klingt, das ist ja wahrscheinlich so. Ist sozusagen ein erhöhtes, vielleicht auch kontrolliert erhöhtes Infektionsrisiko, das kleinere Übel? Das eine ist das erhöhte, riskierte Infektionsrisiko. Darüber könnte man jetzt streiten, aber vielleicht, weil natürlich die Kontaktreduktion dort nicht stattfindet. Wenn die Kinder in die Schule gehen, könnte man sagen, ja, das ist ein erhöhtes Risiko. Auf der anderen Seite testen wir regelmäßig und zwar die gesamten Klassen, alle Schüler testen wir durch regelmäßig. Das heißt, wir erwischen alle, die auch ohne Symptome dann infiziert sind schon. Und ein Kind, ein Jugendlicher, der zu Hause wäre im Distance Learning, infiziert wäre, aber ohne Symptome, der käme nie auf die Idee, getestet zum Test zu gehen. Das heißt, wir erwischen im Grunde die Kinder, die infektiös sind, vorher. Das spricht für mich klar dafür, dass es gut ist, wenn die Kinder in die Schule kommen, auch wenn ich das Risiko einer Übertragung natürlich nicht ausschließen kann. Nur das kann ich zu Hause natürlich auch nicht. Würde dafür sprechen, dass es normale Schulpflicht gibt, dass man die Eltern wieder außen vor lässt. Denn wenn wir das weiter verfolgen, was Sie jetzt gesagt haben. Das möchte ich deshalb nicht tun, wenn ich es entscheiden kann. Aha. Und zwar deshalb nicht, weil wir ja nicht wissen, was in den einzelnen Familien los ist. Also wenn eine Familie sich entscheidet, das Kind nicht zu schicken, weil vielleicht zu Hause jemand mit Vorerkrankung ist, dann ist das vielleicht eine gute Entscheidung für die Eltern. Wenn es die Eltern auch machen können, also wenn das Kind auch zu Hause betreut ist, das kommt ja dazu, können wir auch nicht davon ausgehen, dass es überall so ist. Aber das ist, glaube ich, gut, dass wir diesen Teil der Entscheidung bei den Eltern lassen. Okay, gut. Dann gehen wir wieder reihum durch die einzelnen Schulen. Markus Germann, beginnen wir diesmal beim Bundesgymnasium Dornbirn. Auf die Frage, ist es gut, ist es für ihn vertretbar, dass die Schulen offen sind, sagt er, ja, natürlich sind offene Schulen sicher gut und wichtig, aber... Es ist aber natürlich auch so, glaube ich, dass die Situation in der Schule in Lockdown-Zeiten keine normale ist und keine übliche ist. Sie gehen in die Schule, sie müssen mit Masken sich im Schulgebäude aufhalten, es werden die Schulbälle gestrichen. Es ist also keine normale Situation. Ich glaube auch, die Situation drückt auf die Psyche der Kinder, wenn die Schule offen ist. Und insofern kann man, glaube ich, schon die Frage stellen, ob es nicht verantwortbar ist, wenn man jetzt auch die Schulen ein, zwei Wochen schließt, um damit die gesamtgesellschaftlichen Lockdown-Bemühungen zu unterstützen. Schwierige Frage, ja oder nein, ich kann es nicht wirklich beantworten.
Sagt der Markus Germann, Direktor des Bundesgymnasiums Dornbirn. Lassen Sie da etwas gelten, Frau Schöbe-Fink, dass nach dem Motto, das ist so ein unnormaler Schulalltag, dass das natürlich auch auf die Psyche der Kleinen wirkt. Da bin ich mir sicher. Da hat der Direktor Germann, der ja wirklich ein erfahrener Pädagoge und Direktor ist, natürlich recht. Wir wissen nicht genau, was das sich, wie sich das auswirkt. Was wir aber wissen ist, wie sich das generelle Distance Learning auf die Kinder und Jugendlichen ausgewirkt hat. Da gibt es x Studien, sehr viele Experten, Ärzte, Psychologen, Psychiater, Bildungswissenschaftler haben sich dazu geäußert. Auch der Kinder- und Jugendanwalt zum Beispiel haben sich dazu geäußert und ganz klar gesagt, bitte lass die Kinder in die Schule gehen. Sie brauchen diese Struktur, diese Tagesstruktur. Sie brauchen den Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen, mit ihren Freundinnen und Freunden. Sie brauchen auch das strukturierte Lernen. Lass sie bitte nicht zu Hause. Das wurde im Nachhinein dann festgestellt, eine sehr, sehr große Belastung für die Kinder und Jugendlichen, auch für die Familien übrigens, eine sehr große. Deshalb, das wissen wir, dass das Schaden angerichtet hat. Deshalb wollen wir diesen Fehler nicht noch einmal begehen. Und ich glaube, dass es immer noch besser ist, wenn wir dieses Risiko jetzt eingehen. Und ich höre auch von vielen Kindern, auch von Lehrern, Gott sei Dank kommen die Kinder. Gut, dann Mittelschule Blue Dance, Direktorin Beate Grass. Thema offene Schulen, ja oder nein? Ja, das ist schwierig zu beantworten. Das ist nicht ganz so einfach. Grundsätzlich bin ich schon dafür, dass die Schulen offen gehalten werden, weil es ist natürlich, Präsenzunterricht kann man natürlich nicht vergleichen mit Distance Learning. Das ist natürlich für die Schüler schon sehr viel besser. Aber wenn natürlich zu viele erkrankt sind, ist es schon schwierig. Die Ansteckungsgefahr in der Schule ist natürlich schon gegeben. Wenn in der Klasse ein, zwei Positive sind, dann haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass es sich ausbreitet. Haben Sie einen Überblick, wie viele infizierte Kinder jetzt letzte Woche sozusagen entdeckt wurden? Ja, für letzte Woche können wir das recht genau sagen. Wir haben in der letzten Woche 286 positive Antigentests gehabt, ja, also von ca. 90.000 Tests. Und wir hatten 116 positive PCR-Tests bei einem Testdurchgang. Das waren niedrigere Zahlen als eine Woche davor. Und auch jetzt sieht es so aus, noch haben wir erst die Ergebnisse von den Antigentests, die PCR-Tests kommen ja erst, das sind heute, also am Tag Montag, 140 positive Antigentests. Wo die Frau Direktor Grass natürlich recht hat, ist, wenn mehrere Kinder in einer Klasse positiv getestet werden, steigt natürlich in dieser Klasse das Infektionsrisiko. Wir haben deshalb letzte Woche auch entschieden, dass wenn in einer Klasse innerhalb von 3 Tagen 2 positive PCR-Tests zustande kommen, dann kann die Schule diese Klasse gesamthaft ins Distance Learning schicken. Da reicht ein formloser Antrag an die Bildungsdirektion. Das entspannt natürlich einerseits die Situation an der Schule, entlastet auch die Infektionsabteilung, das Infektionsteam, das nimmt Stress heraus. Die Kinder bleiben für 5 Tage zu Hause im Distance Learning, egal ob sie genesen, geimpft oder infektiös sind, sie bleiben auf jeden Fall zu Hause und nach 5 Tagen können sie wieder kommen. Gut, dann fehlt uns noch der Christoph Jack, Direktor der Volksschule Hohenems-Schwefel. Offene Schulen, sagt er, auf jeden Fall, ohne Umschweife, der bessere Weg. Also ich bin auf jeden Fall ein Befürworter, dass die Schulen so lange wie möglich offen bleiben, weil es das Richtige für die Kinder ist. Es ist wichtig für die Kinder, gut getestet, vielleicht öfter getestet, und dann können wir die Schulen hoffentlich offen halten. Das wäre für mich die beste Lösung. Also noch mehr testen? Noch mehr testen, zumindest der zweite PCR-Test pro Woche, der angekündigt wurde, und dazwischen auch im Bedarfsfall Antigentesten. Also dieses Testen, gerade in der Volksschule, hat sich so eingeschliffen in den Schulalltag, keine gröbere Prozedur mehr? Die Kinder sind das schon sehr gut gewöhnt, sie machen das, selbstständig ist überhaupt kein Aufwand. Also für die Kinder nicht, für die Lehrpersonen, für die Verwaltung natürlich schon, aber für die Kinder ist es kein Problem. Sagt der Christoph Jack, Direktor Volksschule Hohenems-Schwefel. 40 Lehrerinnen und Lehrer in seinem Team drinnen. Können Sie sich das vorstellen, dass wir mehr testen? Es ist ja der zweite PCR-Test auch angekündigt vom Bildungsministerium. Der wird auch kommen. Es wird, schau,
Es wird ja schon so viel angekündigt vom Ministerium. Ich möchte dazu erklären, warum nicht diese Woche schon zweimal PCR getestet wird, sondern erst einmal. Das hat mit den Laborkapazitäten zu tun und mit sonst gar nichts. Die Laborkapazitäten, vor allem in Salzburg und Oberösterreich, waren oder sind nach wie vor derart überlastet, dass diese zweite PCR-Testung, die ja eine Screening-Testung ist, also keine Testung, die behördlich angeordnet ist, sondern eine Screening-Testung, dass dies in dieser Woche einfach nicht möglich ist. Das müssen wir akzeptieren. Wir haben aber die Antigentests nicht zu vergessen. Also wir bleiben ja beim Screenen, was ich wirklich für sehr, sehr wichtig erachte. Also und das, was der Christoph Jack gesagt hat, dass man auch noch einen Antigen-Zusatztest einschiebt? Die Schule kann einen zusätzlichen Antigentest einschieben, und zwar sofort, wenn in einer Klasse die positiven Tests auffallen, kann sie auch jeden Tag testen. Das ist überhaupt kein Problem. Dort ist genug Kapazität, genug Ressource da. Das ist auch gut, wenn Sie das so machen. Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter. Das Thema heute, die Schulen im Lockdown. Also ich bin auf jeden Fall ein Befürworter, dass die Schulen so lange wie möglich offen bleiben, weil das Richtige für die Kinder ist, es ist wichtig für die Kinder. Wir haben Klassen, da ist die Hälfte an der Schule und die andere Hälfte zu Hause. Und da ist es für die Lehrpersonen dann natürlich schon sehr schwierig, beides abzudecken. Jetzt gibt es ja dieses neue Prozedere, dass es ermöglicht, Klassen schneller abzusondern, wenn es notwendig ist. Und wir haben das noch nicht in Anspruch nehmen müssen. Ich hoffe, dass es dann funktionieren wird. Aber wir sind uns, glaube ich, in Summe einig, dass es einfach wichtig ist, diese Struktur aufrechtzuerhalten, diese Tagesstruktur für die Kinder und für die Jugendlichen. Denn wenn wir das nicht tun, wissen wir mittlerweile, was es für Kollateralschäden auch ausgelöst hat in der Vergangenheit. Neues bei Neustädter. Ihre Meinung zählt. Zu Gast bei uns ist Barbara Schöbe-Fink, Landesstatthalterin in der Landesregierung für die Schulfragen zuständig. Die Frau Mikula hat bei uns angerufen. Grüß Gott. Ich bin eine sechsfache Oma, 5 Schulkinder, wobei die älteste gerade das Matura-Jahr hat. Die 15-Jährige hat man rausnehmen müssen nach dem letzten Lockdown. Der hat nicht mehr können, weil sie daheim geblieben haben müssen. Der hat alles gefehlt, die ganze Kommunikation. Lehrer, Schüler, die haben Aufträge gekriegt. Also der ist nachts um 11 Uhr noch vor dem Computer geguckt. Die haben wir müssen. Das Maike wäre, ich will es gerne nicht wissen. Die hat mittlerweile eine Lehre angefangen. Die anderen Schüler sind als Volksschüler. Und die machen das wunderbar, die gehen gerne in die Schule. Und ich sage ihnen, was, das mit den Masken. Das sind die Kinder, was sich da dran stoßen, das sind immer die Eltern. Weil bei so vielen Enkelkindern kann ich das mit gutem Gewissen sagen. Problem sind die Eltern, nicht die Kinder. Sagt die Frau Mikula, das bestätigen auch viele Lehrer, dass das Problem oft nicht die Kinder sind, aber nur, das sind besondere Zeiten. Jetzt vielleicht wollen wir das Thema, um diese Situation nicht aufzuheizen, vielleicht eher aussparen. Bleiben wir beim ersten Teil von der Frau Mikula. Das ist das ein Beispiel für diese Fälle, die sie unbedingt vermeiden müssen? Ja, die Frau Mikula beschreibt sehr gut, was auch passiert ist oder passieren konnte im Distance Learning. Nämlich, wir hatten sehr viele Lehrerinnen und Lehrer, die haben alle wirklich sehr viel gearbeitet während dieser Zeit des Distance Learning. Das war ja nicht gemütlich für die, sondern die mussten ja im Prinzip einen Mehraufwand leisten, wenn die Kinder zu Hause sind und wenn sie nicht mehr diesen direkten Kontakt zu den Kindern hatten. Sie wollten das Beste. Die Lehrerinnen und Lehrer wollten das Beste. Und es ist vorgekommen, dass manche vielleicht auch übers Ziel hinausgeschossen sind und nicht einschätzen konnten, was schafft der Jugendliche, was schafft der Schüler, die Schülerin tatsächlich zu Hause. Und zum Teil haben wir auch Rückmeldungen bekommen, dass es mehr ist an Aufwand, an Arbeit, an Lernstoff, die Schülerinnen und Schüler eigenständig erarbeiten mussten. Und das war auch übers Ziel hinausgeschossen natürlich. Mhm. Wie schaut man, dass das genau jetzt nicht passiert? Weil es ist doch noch eine beträchtliche Anzahl von Kindern zu Hause. Nun, einerseits sind wir im Präsenzunterricht. Das ist mir wichtig zu betonen. Es sind nämlich nur in Anführungszeichen, nur 75 Klassen von 2800 Klassen im Moment zu Hause. Einerseits abgesondert, andererseits im Distance Learning, also nicht abgesondert, sondern im Distance Learning. Entschuldigung, Volksschule, Mittelschule, in Bludenz, die Frau Grass, was haben wir dort? 120 von 280 Kinder, Schüler, die nicht da sind. Die nicht da sind. Ja, aber wir haben 2800 Klassen, genau. Ungefähr, über alle Schultypen hinweg. Und von diesen allen Klassen sind es 75 Klassen, die im Moment nicht an der Schule sind. Also gesamthaft zu Hause. A, 20, 25 Kinder.
Sommer? Genau, circa zwischen 20 und 25 Kindern. So, also die Klassen. Die anderen Klassen sind ja grundsätzlich an der Schule, die Schülerinnen und Schüler sind an der Schule. Also funktioniert das ja schon einmal grundsätzlich. Und natürlich haben alle im System, auch die Lehrerinnen und Lehrer, gelernt, besser mit dem Distance Learning umzugehen. Aber Distance Learning ist immer nur die zweit- oder drittbeste Variante. Am besten, das bestätigen ja auch die Pädagoginnen und Pädagogen, die sich bei Ihnen gemeldet haben oder die Direktoren, besser ist Präsenzunterricht. Und alles andere müssen wir so gut als möglich machen. Aber immer ist besser, wenn die Kinder direkt hier sitzen. Gut, dann schauen wir noch einmal an die Schulen. Und zwar, wie es diese Pandemiebekämpfung auch von den Schulen her ist natürlich sehr stark noch mehr mit Behörde verbunden, nämlich Gesundheitsbehörde, Infektionsteams und so weiter und so fort. Und es hat sich jetzt schon gezeigt, dass genau dieser Kontakt letzte Woche verbesserungsfähig war. Beginnen wir mit Beate Grass, Direktorin Mittelschule Bludenz. Das Chaos war jetzt nicht so schlimm. Schlimmer war eher, dass wir immer wieder abgesonderte Klassen hatten und es da recht verzögert zur Ausstellung von Bescheiden kam, sodass man nie so genau wusste, wie lang sind die Schüler jetzt abgesondert, ab wann können sie sich frei testen. Die Eltern sind dann auch nicht immer gerade so prompt angerufen worden und das hat schon zu einiger Verwirrung geführt, weil man nie so genau wusste, wer kann jetzt wirklich kommen, wer ist abgesondert, wer ist in Quarantäne. Also das war schon etwas schwierig. Da wäre mehr Unterstützung für die Schule durchaus ratsam für diese Woche. Ich denke einfach, dass das Infektionsteam überlaufen wurde, also dass die einfach zu wenig Kapazitäten hatten, dass die schon ihr Mögliches getan haben, aber es einfach zu viel auf einmal war, die ganzen Telefonate und die ganzen Bescheide auszustellen von der Behörde. Ich denke, es war einfach zu viel auf einmal. Infektionsteam ist natürlich eine elende Arbeit und bei den Infektionszahlen, die wir gerade die letzten 48 oder 14 Tage hatten, ist da viel Arbeit gekommen. Hat man da nachgeschafft, Frau Schöbifink? Ja, einerseits hat man nachgeschafft, natürlich beim Infektionsteam, die eine enorme Arbeit leisten und die natürlich, wenn die Zahlen wie in den letzten 3 Wochen, 14 Tagen so nach oben geschnellt sind, auch konfrontiert waren mit sehr, sehr vielen Kontaktverfolgungen. Das hat das System auch nahe an die Grenze des Belastbaren gebracht. Aber auch wir haben reagiert aus der Bildungsdirektion in der Schule, indem wir schneller ermöglichen, dass eine Klasse, wenn 2 Infizierte vorkommen, dass die ganze Klasse ins Distance Learning kann. Das hat sehr entspannt. Das hat einerseits die Schule auch entspannt. Es war eine klare Regelung, wenn die Schule das wollte, natürlich nur dann oder wenn sie es will. Das gilt ja auch in Zukunft. Und hat auch das Infektionsteam entlastet, weil die Kinder nicht mehr an der Schule waren. Allerdings muss ich dazu sagen, die Kinder waren oder sind nicht abgesondert. Sie sind nicht in Quarantäne. Das heißt, die Kinder, die bei denen einfach auf Distance Learning umgestellt wurde in der ganzen Klasse, sind frei, können sich frei bewegen. Sie sind einfach nicht mehr in der Schule. Nicht in der Schule, gut. Voraussetzung ist 2 PCR-getestete, positiv PCR-getestete Kinder binnen? Binnen 3 Tagen. Geht sich das aus mit den überlasteten Labors? Das geht sich aus. Also diese Testungen. Also darauf vertrauen Sie jetzt, von Joscha Stotter. Darauf vertrauen Sie, dass das funktioniert? Darauf vertraue ich. Es ist auch so, dass es hat Verzögerungen gegeben, ja. Aber jetzt kommen die PCR-Tests, über 97% der PCR-Testsergebnisse kommen bis am nächsten Schultag um 7 Uhr früh und bis 11 Uhr sind 100% da. Okay, gut. Dann schauen wir, was der Christoph Jack sagt, Direktor der Volksschule Hohenems-Schwefel. Die Zusammenarbeit mit der Behörde. Ja, es hat natürlich in letzter Zeit sehr viele Veränderungen gegeben, Adaptierungen. Das waren schon immer wieder Herausforderungen. Dass das Infektionsteam natürlich an den Grenzen der Belastbarkeit ist, das spüren wir schon. Also es ist sehr schwierig, dort jemanden zu erreichen, telefonisch durchzukommen. Es gibt auch die Möglichkeit per Mail. Es dauert einfach relativ lange. Nun gibt es eben die Möglichkeit, mit der Bildungsdirektion Klassen auch abzusondern. Das ist sicher eine Möglichkeit, schneller zu reagieren. Aber wir würden uns da noch ein bisschen mehr Schulautonomie wünschen, dass wir da selber schneller handeln könnten. Ein Wunsch an den Nikolaus sozusagen. Können Sie sich das vorstellen? Ja, Sie können. Die Schulen, glaube ich, können jetzt relativ schnell handeln. Also können Sie genug? Ich denke, für den Moment ja. Also das Mittel des Umstellens auf Distance Learning bei 2 positiven Fällen wird in Anspruch genommen. Manch eine Schule, muss ich aber auch dazu sagen,
entscheidet sich dagegen, entscheidet sich gegen das Distance Learning, obwohl diese zwei Fälle in der Klasse waren. Das muss eine Schule tatsächlich selber beurteilen können und das können sie auch. Aber in jedem Fall hat diese schnelle Entscheidung und auch dieses formlose Ansuchen, im Prinzip ist es nicht mehr als eine Information an die Bildungsdirektion, wir haben zwei positive Fälle, wir stellen in dieser Klasse auf Distance Learning um und damit ist das erledigt. Das entlastet die Schule, das entlastet aber auch das Infektionsteam. Mhm. Also die Eltern werden dann von einem Tag auf den anderen vor vollendete Tatsachen gestellt. Mit der Mutter, euer Kind bleibt zu Hause. So ist es ja. Mhm. Aber wie gesagt, wir sind in der Pandemie, wir müssen hier schnell reagieren. Wenn wir das nicht hätten, würden wir uns auch einem anderen Vorwurf ausgesetzt haben. Schnelle Reaktion, auch noch ein Stichwort für Markus Gehrmann, Direktor Bundesgymnasium Dornbirn, Zusammenarbeit mit der Behörde. Bei uns an der Schule war es natürlich schon so, dadurch, dass wir eine Häufung von Fällen hatten, das Prozedere damals war viel zu langsam. Es hat viel zu viele Fälle konnten sich aufstauen, bevor dann wirklich Klassen abgesondert wurden. Jetzt gibt es ja dieses neue Prozedere, das es ermöglicht, Klassen schneller abzusondern, wenn es notwendig ist. Und wir haben das noch nicht in Anspruch nehmen müssen. Ich hoffe, dass es dann funktionieren wird. Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter. Die Schulen im Lockdown, heute das Thema hier in Neues bei Neustädter. Mein Gast Barbara Schöbi-Fink, Landesstatthalterin. Frau Schöbi-Fink, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie geschlossene Schulen wirken, wie sie gewirkt haben. Ich bin erinnert gewesen an letzte Woche, da war die Christiane Spiel, Bildungspsychologin von der Uni Wien, in der Zeit im Bild 2 zu Gast. Ich habe mir dieses Interview mal auf die Seite getan und heute zwei Antworten von der Frau Professor Spiel für diese Sendung vorbereitet. Zunächst spricht sie darüber, dass es zwei Gruppen von Schülern gibt, wie sie reagiert haben auf die Schullockdowns, nämlich auf die geschlossenen Schulen. Die einen, die wirklich profitiert haben davon, das sind gar nicht so wenige, die haben sich sozusagen reifer entwickelt. Aber dann, sagt die Frau Professor Spiel, gibt es die andere Gruppe und die kommt leider, man muss es sagen, immer mehr unter die Räder. Es gab natürlich auch eine Gruppe, die einfach die Situation zu Hause hatte, dass ihnen niemand helfen konnte, dass sie vielleicht schlecht Deutsch gesprochen haben, dass sie auf sehr engem Wohnraum waren, wo sie auch gar keinen Arbeitsplatz hatten. Und denen ist es über die Zeit eigentlich immer schlechter gegangen, beziehungsweise sind sie sogar aus dem Lernen herausgefallen. Das heißt, wenn ich immer Misserfolge habe und mir niemand helfen kann, dann ist oft die Lösung, dass ich sage, ich brauche das Lernen nicht, das ist für mich nicht wichtig. Und dass man sich mit anderen Dingen beschäftigt, die man schafft. Also das kann sein, dass ich Computerspiele spiele, irgendetwas mache, wo ich dann erfolgreich bin. Und solche Kinder dann zurückzuholen, die muss man ja erst einmal dazu bringen, dass sie überhaupt bereit sind, wieder mit dem Lernen anzufangen. Das ist wirklich eine ganz beachtliche Herausforderung. Sagt Christiane Spiel, Bildungspsychologin von der Uni in Wien. Wie können wir das verhindern, dass uns diese Kinder abhanden kommen? Also einmal beschreibt Frau Spiel genau das, was wir versucht haben, auch vorher darzulegen, dass es natürlich eine Schere gegeben hat. Die Schere ist weiter aufgegangen. Die leistungsstarken, die gut unterstützten Kinder und Jugendlichen haben zumindest, was den Bildungserfolg anlangt, vielleicht gar keinen Nachteil gehabt, aber andere eben schon. Und darum geht es uns auch, dass wir niemanden verlieren, dass wir nicht das noch einmal wiederholen, was in den ersten Phasen der Lockdowns oder der Pandemie geschehen ist. Wie können wir sie unterstützen? Wie können sie wieder zurückholen? Wir haben die Landesregierung hat ein gesamtes Paket geschnürt, das heißt, wie kommen Kinder aus der Pandemie, mit sehr vielen Unterstützungsmaßnahmen in der Schule, aber auch außerschulisch. Das ist wirklich wichtig, weil wir müssen die Kinder wieder herholen, wir müssen ihnen auch signalisieren, dass sie uns wichtig sind, dass wir wollen, dass sie wieder einsteigen können, dass sie das aufholen können. Das ist gar nicht so einfach, aber mit gemeinsamen Kräften, mit allen Kräften, auch mit Organisationen, die außerschulisch tätig sind, natürlich, glaube ich, können wir vieles schaffen. Konkret, was ist da geplant? Ja, zum Beispiel haben wir die Lerncafés der Caritas, sind wir in eine Grundförderung übergegangen. Also das ist quasi, wir haben erkannt, das ist so ein wichtiger Baustein außerhalb der Schule, gerade für die Kinder, die zu Hause entweder zu wenig Platz haben oder nicht unterstützt werden können oder auch einfach Lernschwierigkeit haben, auch mit der Sprache, dass diejenigen Kinder wirklich eine Anlaufstelle haben, eine dauernde Begleitung über das ganze Jahr hinüber.
Die Caritas baut diese Standorte aus. Wir unterstützen dort finanziell und ich bin der Caritas wirklich sehr dankbar, dass sie das tut. Das ist ein wichtiger Baustein in diesem Segment. Okay, das passt zu dem, was die Professor Christiane Spiel sagt, nämlich wir müssen uns sozusagen um jedes Kind einzeln kümmern und die Gefahr einschätzen, dass es uns einfach abdriftet. Also am besten würde es aus meiner Sicht sein, wenn man für jedes Kind einen individuellen Lern- und Förderplan macht, wo man auch die Eltern einbezieht. Also einbeziehen heißt, dass die Eltern wissen, wo steht das Kind, man spricht mit dem Kind, was alles möglich ist und dann wird eine individuelle Hilfe angeboten. Das eine betrifft zum Beispiel den fachlichen Unterricht, das andere kann sein, dass das Kind jemanden braucht, der immer wieder anstupst und sagt, na komm, fang an zu lernen, hast du schon alles erledigt. Beziehungsweise, dass man dann sogar spezielle Förderprogramme braucht. Also ich glaube, hier wird es sehr wichtig sein, das individuell zu machen. Und das wird sich auch bei manchen Kindern wahrscheinlich über einen ziemlich langen Zeitraum strecken. Und wir müssen daher sehen, dass wir hier auch wirklich volkswirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen haben. Denn wir können uns nicht leisten, sowohl bezogen auf die einzelnen Kinder als auch auf die gesamte Gesellschaft, dass wir diese Kinder verlieren. Ist genau dieses Bewusstsein bei den Entscheidungsträgern in der Politik drinnen, Frau Schöbefink? Bei Ihnen drinnen ist das glaube ich, sofort. Aber die Frau Professor Spiel sagt ja, man muss das auch volkswirtschaftlich sehen. Sprich, es geht um Geld, es geht um Bereitschaft. Jener, die dieses Geldtascherl in der Hand haben, hier die Notwendigkeit zu sehen. Glauben Sie, dass das wirklich drinnen ist? Ich glaube schon. Also ich erinnere daran, dass das Bildungsministerium ja schon seit letzten Herbst zusätzliche Stunden für die Schulen zur Verfügung gestellt hat und auch betont hat, dass die Schulen selber entscheiden können, wie sie diese Stunden einsetzen. Also ob es diesen Förderunterricht gibt zum Beispiel für einzelne Gruppen, für einzelne Schüler oder für die gesamte Klasse, das kann die Schule selber entscheiden. Es gibt mehr Ressource an der Schule, um genau die Kinder auch abzuholen und aufzufangen, die tatsächlich mehr als andere vielleicht auch gelitten haben unter diesen Lockdowns. Wir haben auch im Land reagiert, wir haben mehr Schulsozialarbeit im System, wir haben die psychosozialen Unterstützungssysteme an den Schulen tatsächlich verbessert, verstärkt. Es ist vielleicht immer noch zu wenig, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber wir sind hier sehr nah dran und versuchen das auch möglichst gut aufzustellen, möglichst zu erweitern und nachzuschärfen. Mhm. Schlusswort, was würden Sie sich jetzt wünschen noch bis Weihnachten für die Schulen im Land? Ich würde mir wünschen, dass natürlich Präsenzunterricht stattfindet, dass immer mehr Kinder auch wieder zurückkehren können, auch wenn sie im Distance Learning sind. Die Zahlen, glaube ich, die Infektionszahlen, so hoffnungsvoll das auch jetzt klingen mag, geben aber, glaube ich, dieser Hoffnung auch recht, denn die positiven Testergebnisse an den Schulen gehen tatsächlich zurück. Vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute. Danke auch. Bis zum nächsten Mal.